Mysterium, ein Drama von August Strindberg. Übersetzung Christian Morgenstern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mysterium von August Strindberg. Personen: Gott, der Ewige, Unsichtbare, Gott, der böse Geist, Usurpator, der Fürst dieser Welt. Gelesen von Markus Wachenheim. Luzifer, der Lichtbringer, gestürzt. Gelesen von Robert Steiner. Uriel, es liest Herr Klugbeißer. Die Engel, gelesen von Claudia Wiemer. Eva, gelesen von Ruth Golding. Adam, gelesen von Markus Wachenheim. Egin, gelesen von Julie van Walichem. Amaimon, gelesen von Anna Simon. Sprecher, gelesen von Dirk Weber. Erster Akt, im Himmel. Gott und Luzifer, jeder auf seinem Thron, von Engeln umringt. Gott, ein Greis mit harten, fast boshaften Mienen, langem, weißem Bart und kleinen Hörnern, wie der Moses Michelangelos. Luzifer, jung und schön, mit Zügen von Prometheus, Apollo und Christus, von weißer, leuchtender Gesichtsfarbe, mit flammenden Augen und weißen Zähnen, um das Haupt eine Strahlenkrone. Genug der Untätigkeit, die unsere Kräfte verzehrt, Bewegung ins All. Noch einmal will ich zu schaffen wagen. Mag ich, misslingt, mich verlieren und unter die namenlose Menge versinken. Seht hin, da unten zwischen Mars und Venus liegen noch einige tausend Kilometer meines Reiches brach. Da will ich eine neue Welt schaffen. Aus nichts soll sie entstehen und in nichts einst wieder zurückkehren. Die Geschöpfe, die da leben werden, sollen sich Götter dünken wie wir, und ihre Kämpfe und Überhebungen sollen in uns vortreffliche Zuschauer finden. Die Welt der Narrheit sei ihr Name. Was meint mein Bruder Luzifer dazu, der mit mir dieses Reich im Süden der Milchstraße teilt? Mein Herr und Bruder, dein schlimmes Herz will Leid und Unglück. Ich verabscheue deinen Plan. Was meinen die Engel zu meinem Vorschlage? Der Wille des Herrn geschehe. Amen. Und wehe denen, welche die Narren über ihren Ursprung und Beruf aufklären. Wehe denen, welche böse gut und gut böse nennen, welche aus dunkel hell, aus hell dunkel, aus bitter süß und aus süß bitter machen. Ich fordere dich vor den Richterstuhl des Ewigen. Das warte ich ab, denn begegnest du dem Ewigen öfter als einmal all die zehnmal 10.000 Jahre, da er in diese Breiten hier kommt? So will ich den Menschen die Wahrheit sagen, auf dass deine Absichten zu Schanden werden. Verdammt seist du, Luzifer, und unter der Welt der Narren sei dein Platz, damit du ihre Qualen siehst, und die Menschheit soll dich den Bösen nennen. Du wirst siegen, denn du bist stark wie das Böse. Und der Menschheit wirst du Gott heißen, du, ihr Verleumder, ihr Satan. Hinunter mit dem Empörer! Auf, Michael, Raphael, Gabriel, Uriel! Stoßt ihn hinab, Samael, Azarel, Azael, Mehazael! Blast, Orios, Paimon, Egin, Amainon! Luzifer wird vom Wirbelwind hinweggerissen und in den Abgrund gestürzt. Ende von Akt 1. Zweiter Akt. Auf Erden. Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis. Dann Luzifer in Gestalt einer Schlange. Diesen Baum sah ich noch nie zuvor. Dieser Baum ist uns verboten. Wer hat das gesagt? Gott. Luzifer tritt auf. Welcher Gott? Es gibt mehrere. Wer redet da? Ich, Luzifer, der Lichtbringer, der euer Glück wünscht und unter euren Leiden leidet. Erblicket den jungen Morgenstern, der Sonne Rückkehr verheißt. Das ist mein Stern, und ein Spiegel überragt ihn, der das Licht der Wahrheit widerstrahlt. Wenn aber die Zeit erfüllt ist, wird er Hirten vom Felde nach einer Krippe leuchten, darin mein Sohn, der Erlöser der Welt, geboren werden wird. Sobald ihr aber von diesem Baume esset, werdet ihr wissen, was gut und böse
und erkennen, dass das Leben ein Übel ist, dass ihr keine Götter seid, sondern dass euch der Böse mit Blindheit geschlagen hat und euer Dasein sich abrollt, die Götter lachen zu machen. Esset davon, und ihr werdet das Geschenk der Erlösung von allen Schmerzen empfangen, die Freude des Todes. Ich möchte wissen und erlöst werden. Iss, Adam. Sie essen die verbotene Frucht. Ende von Akt 2. Dritter Akt. Im Himmel. Gott und Uriel. Wehe uns, mit unserer Freude ist es aus. Was ist geschehen? Luzifer hat die Staubgeborenen über unsere Kniffe aufgeklärt. Sie wissen alles und sind glücklich. Glücklich? Wehe ihnen! Noch mehr, er hat ihnen die Freiheit geschenkt, so dass sie zum Nichts zurückkehren können. Sterben? Gut, nur mögen sie sich mehren, bevor sie sterben. Es werde die Liebe. Ende von Akt 3. Vierter Akt. In der Hölle. Luzifer gebunden. Seit die Liebe in die Welt gekommen, ist meine Macht erloschen. Kain erlöste den Abel, aber erst nachdem sich dieser mit seiner Schwester schon fortgepflanzt. Ich will sie alle erlösen. Ihr Wasser, Meere, Quellen, Bäche, die ihr den Funken des Lebens auszulöschen vermöget, steiget, tretet aus euren Ufern. Ende von Akt 4. Fünfter Akt. Im Himmel, Gott und Uriel. Wehe uns, mit unserer Freude ist es aus. Was ist geschehen? Luzifer hat die Gewässer empört. Nun steigen sie und erlösen die Sterblichen. Ich weiß, aber ich habe zwei der am wenigsten Aufgeklärten gerettet, die niemals die Lösung des Rätsels erfahren sollen. Ihr Schiff ist auf dem Ararat gelandet und sie bieten Sühnopfer dar. Aber Luzifer hat ihnen eine Pflanze gegeben, deren Saft ihre Torheit heilt, die Rebe. Ein Tropfen Wein, und sie werden sehend. Die Unsinnigen, sie wissen nicht, dass ich ihr Kraut mit den Eigenschaften der Betörung, der Betäubung und des Vergessenmachens begabt habe, auf dass sie sich nicht mehr erinnern, was ihre Augen gesehen haben. Wehe uns, was macht das Torenpack da drunten? Sie bauen einen Turm und schicken sich an, den Himmel zu erstürmen. Ha, Luzifer hat sie Fragen gelehrt. Gut, ich will ihre Sprache verwirren, dass sie Fragen, Fragen ohne Antworten und mein Bruder Luzifer verstumme. Ende von Akt 5. Sechster Akt. Im Himmel. Gott und Uriel. Wehe uns! Luzifer hat seinen eigenen Sohn gesandt, dass er den Menschen die Wahrheit verkünde. Was sagt er? Geboren von einer Jungfrau will dieser Sohn gekommen sein, die Menschen zu erlösen und durch seinen Tod den Schrecken des Todes aus der Welt zu schaffen. Was sagen die Menschen? Die einen verbreiten, dass er Gott, andere, dass er der Teufel sei. Was verstehen sie unter dem Teufel? Luzifer! Mich reut, den Menschen auf Erden gemacht zu haben. Er ist stärker geworden als ich. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Masse von Toren und Narren lenken soll. Amainon, Egin, Paimon, Orioles, nehmt mir diese Last ab. Stürzt den Ball, dass er sich in den Abgründen verirre. Fluch auf das Haupt der Rebellen und den Galgen auf die Stirn des verdammten Planeten als Zeichen des Verbrechens, der Züchtigung und der Leiden. Egin und Amaimon treten auf. O Herr, euer schlimmer Wille und das verkündete Wort haben ihre Wirkung getan. Die Erde stürmt auf ihre Bahn dahin, die Gebirge stürzen zusammen, die Wasser überschwemmen das Trockene, die Achse zielt nach der eisigen Nacht des Nordens. Pest, Hungersnot verheeren die Völker. Die Liebe ist in tödlichen Hass gekehrt, die kindliche Ehrfurcht in Vater- und Muttermord. Die Menschen glauben sich in der Hölle, und ihr, o Herr, seid gestürzt. Zu Hilfe, mich reut meiner Reue. Zu spät,
alles geht seinen Gang, seit ihr einmal schwach gewesen seid. Mich reut, Funken meiner Seele in unreine Gefäße gelegt zu haben, welche mich durch ihre Zuchtlosigkeiten erniedrigen. Igin zu Amaimon. Was redet er, der Alte? Meine Tatkraft versiegt, wenn sie sich von mir entfernen. Ihre Sittenverderbnis befleckt mich. Der Aberwitz meiner Nachkommenschaft rächt sich an mir. Was habe ich begangen? Ewiger, hab Erbarmen mit mir. Da er den Fluch geliebt hat, falle der Fluch auf ihn, und weil er keine Freude am Segnen gehabt hat, so weiche auch der Segen von ihm. Was ist ihm? Herr Ewiger, keiner unter den Göttern ist, der dir ähnlich sei, und deine Werke sind ohne Gleichen, denn du bist groß und du tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Er schwärmt. So muss es kommen, dass, wollen Götter sich vergnügen, die Sterblichen sind drum betrügen. Ende von Akt 6. Ende von Mysterium, Drama von August Strindberg.